Guten Morgen, ihr Lieben. Unsere letzten Tage in Khao Lak haben begonnen. In zwei Tagen verlassen wir Khao Lak. Darum wird das hier sehr wahrscheinlich das letzte Video von uns hier aus Khao Lak sein. Und wir haben uns überlegt, dass wir euch heute einfach mal so ein bisschen was mitnehmen in unseren Alltag. Und wir starten mit einem ganz besonderen Frühstück heute, denn wir sind jetzt schon über 5 Monate hier in Khao Lak. Und haben uns mit der Zeit mit vielen Leuten getroffen, die uns hier über YouTube kontaktiert haben, über Instagram, über Facebook, über E-Mail. Und die Leute wollten uns immer etwas mitbringen. Und viele kennen uns, die verfolgen uns halt auf Instagram. Und das Standard-Mitbringsel für Mello war, schaut mal her, wir sind mittlerweile besser ausgestattet wie eine Bibliothek, Bücher. Also Mello hat hier so viele Bücher bekommen, das ist der Wahnsinn. Und ich wurde in der Regel mit, Helligkeit, wo bist du da? Ich bin übrigens auch da. Ich wurde immer mit leckeren Gerstensäften aus der Heimat versorgt, also mit den verschiedenen Bieren. Und letztens haben uns Leute was ganz Spezielles mitgebracht. Schaut mal her. Eine Hausmacher-Leberwurst von der Metzgerei, Feinkostmetzgerei Stefan aus Oberingelheim in der Nähe von Mainz. Und da freuen wir uns jetzt extrem drauf, denn ja, wir sind 5 Monate in Khao Lak, waren zwischenzeitlich schon noch 2 Monate in Malaysia, also 7 Monate sind wir jetzt schon hier in Südostasien unterwegs und da vermisst man manchmal so manche Sachen. Deutsches Frühstück, ne? Wie sagt man, Leberwurst, schönen Aufschnitt und Käse. Sowas ist hier relativ teuer und deswegen freuen wir uns mega drauf auf diese Leberwurst. Und darum startet unser Tag gar nicht so unterschiedlich wie bei den meisten in Deutschland vielleicht, denn wir fahren jetzt gleich einfach zum Bäcker. Denn mittlerweile gibt es hier in Khao Lak wirklich gute Bäckereien, die auch von Deutschen zum Beispiel gelernt haben oder nach deutschen Rezepten backen. Und wir nehmen schon heute einfach mit. Aber bevor wir zum Bäcker fahren, noch ein kleiner Stopp bei so einem Obststand hier, denn ich liebe die thailändischen Mangos. Und 2 Tage habe ich noch, um mich damit voll zu futtern. Darum kommt auf jeden Fall noch eine Mango mit. Und da sind wir auch schon angekommen bei Bee's Bakery in Bang Niang. Beim Let's Eat Restaurant verlinken wir euch natürlich unten in der Videobeschreibung. Und hier haben wir schon mehrmals geholt und die haben echt gute Sachen da. Das sieht man jetzt nicht so gut, spiegelt sich ein bisschen. Aber Brötchen, Baguette, Cinnamon Rolls, süße Brötchen. Mohnbrötchen habe ich gerade gesehen. Mohnbrötchen auch, da hinten. Mhm. Oh, wunderbar. Und Baguette. One of this. One of this and one with sweet. Hoxipa. Hoxipa. Maybe I have to check. Pick up. So, 3 Brötchen haben wir jetzt geholt. 1,50 Euro ungefähr. Also das geht auf jeden Fall klar, dafür, dass wir hier in Thailand sind. Und das riecht schon richtig gut. Und das mit der Leberwurst wird richtig geil sein. Natürlich brauchen wir für unser Leberwurstbrot auch noch Butter. Wir sind jetzt hier im 7-Eleven noch drin. Ich hoffe, die schmeckt. Und eine Butter. Und noch einen Kaffee. Hier beim 7-Eleven kriegt man mittlerweile echt guten Kaffee und jetzt ist unser Frühstück komplett. Wir freuen uns riesig drauf. Das nicht gut aussieht. Ein Mohnbrötchen. Ist jetzt schon über 7 Monate her, dass ich sowas gegessen habe. Übernimmst du mal. Und was man hier, wenn man in solchen Ländern wie Thailand lebt oder lange hier ist, was man unbedingt darauf achten muss, ist, wenn wir jetzt so eine Tüte hier mit diesem Brot und Süßwaren oder sowas hier liegen lassen, ist ruckzuck alles voll mit Ameisen. Also das muss man auf jeden Fall immer relativ schnell verstauen. Oder verzehren. Oder verzehren, genau, ist auch nicht schlecht. So, hier diesen, wie sagst du immer, Knubbel, ne? Knubbel. Den holen wir mal hier raus. Kennt den Aufzug eigentlich jemand aus Sonja? Die gute Butter aus Australien.
importierte Ware. Sowas ist hier natürlich relativ teuer. Ich glaube, die hat jetzt ungefähr 1,70 Euro gekostet, aber ist in Deutschland ja auch nicht günstig, Butter. Und auch das, wann haben wir das letzte Mal so richtige Butter gegessen, ne? Hoffentlich ist das Gute. Leckere. Die Australier haben das drauf. Ja, bin ich mal gespannt. So, Butter. So, und jetzt kommt die Leberwurst. Riecht das lecker. Und ja, wir haben ja gesagt, das ist jetzt einer unserer letzten Videos hier aus Kaulak. Aber es dauert gar nicht lange, bis wir wieder zurück sind. Denn Anfang November kommen wir wieder nach Thailand und sind dann so gegen Ende November wieder in Kaulak. Und ja, wir werden euch natürlich weiter mit Videos versorgen. Und auch da, wenn ihr dann auch nach Kaulak kommt, schreibt uns doch gerne. Wir freuen uns immer über, ne, Leberwurst, Bücher, vielleicht ein Glas Nutella, ein Bierchen oder sowas. Können uns eine riesige Freude mitmachen. Sieht aber ein bisschen aus wie Katzenfutter, ne? Solange es nicht so schmeckt, ist doch alles gut. So. Okay. So. Gespannt, was Mello sagt. Ich habe mich am meisten drauf gefreut, ne? Meinst du? Lecker. Ist gut? Wie in good old Germany. Dann noch mit dem Brötchen. Die Butter ist übrigens auch lecker. Ja, das genieße ich jetzt. Ich probiere jetzt auch mal. Wirklich gut. Auch echt das Brötchen. An dieser Stelle nochmal danke fürs Mitbringsel. So, jetzt esse ich hier noch diese leckere Mango und das ist eine absolute Empfehlung von uns, wenn ihr hier in Thailand noch unterwegs seid. Diese thailändischen Mangos sind sowas von lecker, saftig, intensiv vom Geschmack. Wirklich ein Traum. Und dann machen wir uns jetzt gleich auf den Weg. Wir haben jetzt Anfang Juni. Es hat jetzt hin und wieder mal geregnet, aber es gibt auch noch Tage so wie heute, wo es wirklich extrem heiß ist. Das Meer ist mittlerweile ein bisschen aufgebrachter. Wir fahren heute Nachmittag auch mal zum Meer hin, aber wir zeigen euch jetzt gleich mal eine Stelle, die kaum ein Tourist kennt. Und das ist nämlich ein schöner, klarer, kühler Fluss. da nehmen wir euch jetzt gleich mit hin. Und noch ein Tipp, schaut mal her. Das sind so Kringel, sowas wie ein großes Räucherstäbchen. Und die sind wunderbar, um die Mücken fernzuhalten. Ohne die Dinger geht eigentlich fast gar nichts hier, ne? Wir lieben es einfach, die Gegend mit dem Roller zu erkunden. Die Landschaft im Hinterland von Kaulak ist atemberaubend und es gibt immer wieder etwas Neues zu entdecken. Wir sind Mello und Mark von Reise, dich frei. Begleite uns und sei mit dabei. Erwecke in dir das Reisefeuer. Erlebe mit uns neue Abenteuer. Und da sind wir. Nach einer kurzen Fahrt von ca. 10 Minuten vom Kaulak-Zentrum haben wir diesen traumhaft schönen Fluss hier erreicht. Und jetzt schaut mal her, hier ist echt nichts los gerade. Am Wochenende treffen sich hier auch immer viele Thais oder zu den späteren Stunden. Wir haben jetzt noch relativ früh. Jetzt kann man das kristallklare Wasser hier wirklich ganz alleine für sich genießen und diese, ja, idyllische Gegend hier einfach. Und das Tolle an solchen Flüssen hier ist, dass das Wasser immer relativ kühl und erfrischend ist im Vergleich zum Meer. Und schaut unbedingt unten in die Videobeschreibung rein. Dort verlinken wir euch diesen Ort hier, aber ihr findet dort auch unseren Kaulak Pocket Guide, also ein digitaler Reiseführer, wo wir euch diesen Ort und noch viel, viel weitere Tipps über Kaulak präsentieren. Und ich muss jetzt mal ins Wasser hüpfen. Von da aus? Okay.
kühl? Ha? Schön kühl? Optimal. Und jetzt schaut euch mal dieses glasklare Wasser hier an. Einfach ein wunderschöner Ort, ein bisschen zu relaxen, die Ruhe zu genießen und vor allem auch die Natur hier zu genießen. Kommen wir immer wieder gerne hierher. Wir haben jetzt hier genug gechillt, jetzt geht's weiter zum Strand. Und hier sind wir auch schon an einem traumhaft schönen Strand. Und dafür ist Koh Lak ja bekannt. Einfach kilometerlange, weite Sandstrände, die nicht überlaufen sind. Jetzt ist natürlich Low Season, also wir haben jetzt Anfang Juni. Aber selbst in der High Season, also irgendwie Dezember, Januar, Februar, findet man hier immer wieder Strände oder Strandabschnitte, wo man ja, ganz alleine ist oder nur mit einer Handvoll Menschen. Und dieser Strand hier ist wirklich einfach traumhaft schön. Und diesen Dschungel da hinten, so ein bisschen im Hintergrund. Zur Orientierung für die Leute, die schon mal in Koh Lak waren, hier hinten befindet sich das Merlin und das Eden Resort. Also das heißt, wenn man hier über diesen Hügel drüber fährt, dann kommt man nach Koh Lak. Und ihr seht es auch, das Meer ist ein bisschen aufgewühlter jetzt. Das hängt halt auch mit der Low Season zusammen. Aber die Farbe ist einfach ein Traum. Hier kann man es aushalten. Wir haben jetzt hier ein gemütliches Schattenplätzchen unter einem Baum gefunden. Und hier werden wir jetzt noch ein bisschen was relaxen, bis sich dann der kleine Hunger meldet und dann gehen wir noch mal lecker essen. Ja, jetzt sitzen wir hier an diesem wunderschönen Strand und in 2 Tagen sind wir fort, ne? 2 Tagen geht es los. Ist jetzt so langsam. Wir waren jetzt 5 Monate hier. Ja, wir freuen uns auf Europa, auf alles, was da kommt jetzt. Aber jetzt, wenn es so kurz davor ist, ist das schon irgendwie ein scheiß Gefühl. Aber das will man machen, so ist es halt. Ne? So können wir im Sommer bei unserem Haussitz in Deutschland dann nicht mehr in der Andamansee schwimmen, sondern im Fühlinger See und im Ruhrsee. Hat auch etwas. Aber im November sind wir wieder zurück. Ne? Ja, wenn man hier jetzt so auf das wunderschöne Meer blickt, dann wird man doch ein bisschen wehmütig. Ist das das richtige Wort? Ja. Und trotzdem, aber Marc hat es gesagt, wir freuen uns trotzdem mega auf die Zeit in Europa und es beruhigt zu wissen, dass wir Ende des Jahres wieder hier sein werden. Ja. Und ich meine, aktuell ist das Wetter noch mega gut. Ne? Wir haben jetzt Juni, Anfang Juni. Aber ich schätze mal, dass jetzt bald die richtige Regenzeit anklopfen wird und dann wird es wahrscheinlich auch nicht mehr so herrlich sein hier. Hat natürlich auch was, dann ist alles schön grün und satt, aber vielleicht green, ist jetzt die, der... Die Green Season. Die Green Season, vielleicht ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um abzuhauen, um mal andere Dinge zu sehen. Ja. Und dann hat uns Koh Lak ja bald auch schon wieder. Genau. Und bei uns ist ja nicht langweilig, also wir sind erstmal ein paar Wochen in Schottland, dann ein paar Wochen in Deutschland. Und in Schottland werden wir erstmal die Pubs unsicher machen. Ne? Dann kommt nach Deutschland, werden wir dann nach Tunesien reisen. Also da haben wir ja auch wieder ein bisschen was im Meer. Und von Tunesien aus geht es dann wieder direkt hier nach Thailand rüber. Also es wird nicht langweilig werden. Und jetzt genießen wir noch hier ein bisschen was das Meer. Und dann meldet sich gleich der Hunger und dann gehen wir lecker essen. So Leute, und wir sind jetzt essen. Und ich zeige euch mal etwas, wo ihr unbedingt darauf achten solltet. Denn wenn ihr in eigentlich komplett Thailand unterwegs seid, und irgendwie am Straßenrand eine kleine Restaurants seht, die hier einfach so verschiedene Töpfe aufgebaut haben, da solltet ihr unbedingt anhalten. Ist zwar manchmal ein bisschen abenteuerlich und spannend, aber das Gute ist, hier bekommt man dann so eine Portion Reis. Man kann sich verschiedene Beilagen dazu holen. Dadurch bekommt man eine super coole Vielfalt. Man muss immer ein bisschen aufpassen und gucken, was scharf ist und was nicht. Aber in der Regel ist es super lecker und ist auch super günstig. Und ich fange jetzt einfach mal an.
one of this? One? One. Yeah? Hast du Fisch? Nee, hab ich nicht. Willst du? Und bla? Ja, nimm. Chicken, Fish, this is vegetable? Yes. Fett Mai? Nicht neu. Nicht neu? Ja. Hast du was auf? Nicht das. Ja, und das ist dann das Essen hier. Und ich weiß nicht, für so eine Portion zahlt man so um die 60 Baht. Das sind dann 1,20 Euro ungefähr. Und so rum ist, glaube ich, besser. Genau, ist dann so um die 1,20 Euro. Und wir hatten jetzt schon relativ spät. Wir haben, wie viel Uhr haben wir? 10 vor 3. Wenn wir jetzt früher gekommen wären, wäre noch viel, viel mehr Auswahl übrig gewesen. Denn meistens machen diese Lokale so, ja, gegen Nachmittag rum zu. Und darum hatten wir jetzt noch Glück, dass überhaupt noch was da war. Und wir sind hier in Khao Lak beim Lay Restaurant, was wir euch schon mal in einem Video vorgestellt haben. Schaut unten in die Videobeschreibung rein, verlinken wir euch natürlich auch. Und bei Lay wissen wir zum Beispiel, dass er es auch in der High Season nur vormittags anbietet. Also dass dann hier die Thais wirklich vormittags essen gehen. Und nachmittags bietet er dann ganz normales Essen an, was ein bisschen mehr für die Touris so geeignet ist. Aber das hier können wir euch absolut empfehlen. Achtet unbedingt auf die Schärfe. Was haben wir denn jetzt hier eigentlich alles so? Also wir haben Reis, dann ein Omelette. Hier, das ist so eine Art Curry, aber mit Gemüse. Relativ pikant. Einen frittierten Fisch. Und Melo hat auch Reis, Spiegelei. Auch irgendwie so Gemüse mit so Oystersoße oder sowas, ne? Ja, da ist Fisch drin. Fisch drin. Das ist gar nicht scharf. Gar nicht scharf. Und sowas wie Pad Thai. Und auch so Glasnudeln. Ja. Sehr und lecker. Alles sehr, sehr lecker. Mein Name ist Ketman. 90 Baht. Ning Roy? Ning Roy, 70. Sip. 120. Ning Roy, 110. 110. Ning Roy, Sip. It's okay. Coffee cup and Awoy Mak Mak. 110 Baht für uns zwei zusammen, also quasi 55 Baht pro Person. Das sind unter 1,50 Euro. Wir beide sind pappensatt, also Wahnsinn. Und hier lassen wir jetzt diesen wunderschönen Tag gemütlich ausklingen. Wir haben es nicht jedes Mal gemacht, Sonnenuntergang zu gucken, aber schon sehr, sehr oft, ne? Wir haben es versucht, sehr oft zu tun. Ja. Aber es hat halt nicht immer geklappt, wie das so ist. Genau, die Sonnenuntergänge hier in Khao Lak sind halt einfach jedes Mal wieder ein Träumchen. So langsam werden wir auch ein bisschen traurig, weil das Ende näher rückt und wir uns damit befassen müssen, dass wir bald nicht mehr in Khao Lak sein werden. Ja. Aber wir freuen uns auch auf alles, was kommt. Genau, und wir wollen jetzt diese tolle Location hier und diesen Moment einfach nochmal nutzen, um Danke zu sagen. Einfach, ich danke an jeden, mit dem wir uns hier live getroffen haben, jeder, der uns hier angesprochen hat. Die ganzen schönen Kommentare bei YouTube, bei Instagram, auf Facebook, per E-Mail. Also ja, eure ganze Liebe, die ihr uns entgegengebracht habt, eure ganz lieben Nachrichten, euren Support vor allem auch. Ja. Ohne den wären wir wahrscheinlich niemals so motiviert gewesen, das alles so zu machen und umzusetzen. Ja. Hat uns sehr, sehr geholfen, uns mega unterstützt und wir hoffen auch weiterhin natürlich noch auf eure Nachrichten, auf euren Support, auf eure, ja, auf eure Liebe, auf jeglichen Plattformen. Ja. Und wollen das natürlich nicht missen. Und auch wenn wir nicht mehr in Khao Lak sind, hoffen wir, dass ihr uns treu bleibt. Genau, ja. Also Khao Lak wissen wir natürlich. Das Thema lief ganz gut. Tausend Dank nochmal an jeden da draußen, dass ihr uns auch geholfen habt, unseren YouTube-Kanal jetzt wirklich durch die Decke zu katapultieren, schon fast. Und uns wird es natürlich freuen, wenn ihr weiterhin am Ball bleibt, auch wenn wir jetzt Khao Lak verlassen. Bei uns wird es, glaube ich, so schnell nicht langweilig, denn für uns geht es ja nicht zurück in ein normales Leben nach Deutschland, sondern ja, wir gehen jetzt erstmal nach Schottland, wir haben einen Haussitz in Schottland, in Deutschland, dann geht es nach Tunesien. Also bleibt gerne am Ball, wird uns riesig freuen.
wenn ihr uns da weiterhin supportet. Und vielleicht gibt es ja auch zwischendurch noch ein paar Updates aus Kaolack. Wir sind ja immer mit Leuten hier verbunden, mit unseren Freunden, mit Bekannten. Wir informieren uns selber und vielleicht kommt ja zwischendurch auch mal ein kleines Kaolack-Update. Also ja, bleibt auf jeden Fall dran und aller spätestens Ende des Jahres geht es dann weiter. Sehen wir uns wieder hier, genau. November sind wir in Thailand, Dezember dann in Kaolack. Also da schreibt uns auch gerne an, reserviert euch schon mal einen Platz, denn ja, es war echt unfassbar, was hier los war, mit wie vielen Leuten wir uns getroffen haben. Und da ja, meldet euch einfach gerne, hat uns immer Spaß gemacht, wenn ihr da Lust habt, mal auf ein Treffen. Ja, ja. Und noch eine kurze Sache, wir sind im Laberfluss. Wenn ihr plant, Touren hier in Kaolack zu machen, denkt dran, schreibt uns an und wir helfen euch dann, den Kontakt mit Kaolack Jungle Safari herzustellen und unterstützen euch dann sehr, sehr gerne. Also wenn ihr da irgendwie was plant, auch wenn es jetzt erst im November oder Dezember ist, kein Problem, einfach kurz schreiben. Jo, und damit wollen wir uns dann jetzt verabschieden. Wenn ihr das Video hier seht, dann sind wir schon frisch in Deutschland angekommen, sehr wahrscheinlich. Und mal gucken, ob wir uns dann erst ob wir uns dann schon aus Deutschland melden oder halt erst aus Schottland. Das werden wir sehen. Und wir wollen jetzt diese... Wir hoffen, der Jetlag ist nicht zu krass. Diese tolle Kulisse hier auch nochmal nutzen, denn es gibt ja den Reise dich frei Song. Schaut da unten in der Videobeschreibung rein. Dort könnt ihr ihn bei Spotify ja, finden und in eure Playlist laden. Dann könnt ihr ihn immer hören, an uns denken. Und ja, ich schwenke jetzt einfach nochmal die Kamera. Und ihr könnt jetzt unseren Reise dich frei Song genießen. Wir wollen die ganze Welt bereisen, lassen dabei die Gedanken kreisen, das Herz voller Leidenschaft und Glück, unser Fernweg kennt kein Zurück. Wir sind Melomark von Reise dich frei. Begleite uns und sei mit dabei. Erwecke in dir das Reisefeuer. Erlebe mit uns neue Abenteuer. Kulturen, fremde Länder, die schönsten Orte. Da fehlen uns jedes Mal die Worte. Egal ob Amerika, Asien, Europa, Afrika, wir genießen die Zeit und sind für euch da. Wir sind Melomark von Reise dich frei. Begleite uns und sei mit dabei. Erwecke in dir das Reisefeuer. Bye.